Ich glaube, ich sollte mein Team jetzt auch dann verändern. Und sollte den netten Herrn mitnehmen. Aber ich glaube, das ist ein Nahkämpfer. Team November, this is Ranger HQ. The Brainiacs in R&D just showed me some of the wild stuff they're done working on. You should come take a look when you're free. Over and out. Ja, wir kommen. Wir sind ja um die Ecke. Obwohl ich gar nicht weiß, welches Forschungsentwicklungsteam. Ich weiß nicht, mit wem ich immer reden soll im Camp. Und Arizona hat sich auch nicht mehr gemeldet. Also die Hauptbasis der Rangers in Arizona. Und die haben ja gesagt, wir sollen den Patriarchen auf jeden Fall helfen. Du schuldest mir locker eine Stunde Lebenszeit nur durch Ladescreens. You let that synth go? The one you found downtown? You know, I'm glad. They're not all bad, you know. A clock radio shovel. The ultimate inconvenience. Thanks, Rangers. Hope that synth you let go. What do you need, Rangers? Of course. Have a seat. If it ain't cut, don't stitch it. Nice work. Bird's caged. Good to go. Die klopft unten an die Bunkertür, weil die immer noch denkt, dass es zu wäre. My love's waiting for me. That's a great place. Beautiful. Yeah, that's a... Hey, you moved them shits out of my sleeping space. Let me show you. Like a lake. Aber vielleicht meint er immer, ja, dass ich die... dass die Händler neue Waffen anbieten. Like a lake, but bigger. Yeah, okay. How much bigger? I don't know. 3 times bigger? 10 times? Get out of town. There ain't no lake that big. Give me a break. Shotgun-Munition auf jeden Fall kaufen. Good work saving all those folk in Aspen. The 100 families better be grateful. Of course. Let's see if we can find what you want. Das ist der Level 3 Strahlungsschutz. Kahlschläger. Halt jetzt still, ich nehme nur ein wenig von oben ab. Eine riesige hochexplosive Kanone. Die Leute werden denken, dass du versuchst. Achso, das hatten wir schon mal. Dass du versuchst, etwas zu kompensieren. Aber wenn ich das Level 3 Chassis anbringe, kann ich auf den Zusatz verzichten, der das Strahlungslevel schon reduziert.
Also die Clusterbombe war schon sehr cool. Da wird die Ziegenkanone nicht besser sein. So, das Radarschild brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt können wir den Turbolader verbauen, wodurch wir schneller auf der Karte sind. Dip dip sorry. Rangers. Ironclad. I won't seize my destiny by getting fat on your food, so yes, I'm ready. Na, Handgemenge. Führung und Sprengstoffe. Ist das eine Kacke? Ja. Die einzige sinnvolle Änderung. Wir machen Handgemenge direkt voll. Habe mich gedacht, dass der auch Mechanik hat. Dann müssen wir jetzt Sprengstoff und Mechanik hochbringen. Und Führung brauchen wir ja nicht, weil Führung hat ja unser Haupttyp schon. Denk an den Bisonschädel. An welchen Bisonschädel? So, ein Schärfe von Landminen gibt die Möglichkeit, dass wir eine Bombe kriegen. Feuer- und Explosionsresistenz ist auch nicht verkehrt. Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Einsatzobjekte bekommen mehr Konstitution und machen mehr Schaden. Da gebe ich dir mal eben noch die Panzerung mit. Fürs Auto, die Mitteilung war, bevor du deinen Truck gepimpt hast. Ja, okay. Na komm, gibt's noch Punkte auf Geschwindigkeit, dann hast du plus 33% ausweichen. Tja, und damit bist du ein Level. Ich töte euch alle, ihr Schweißarschlöcher. Typ. Handgemenge 7.
Er braucht noch einen Powerhandschuh, den kann ich hier kaufen, bei mir im eigenen Waffenlager. Kommt langsam aber sicher zum Ende. Ja, wir sind schon recht weit. Also den Javelin-Raketenwerfer nehmen. Ich wollte eigentlich schauen, was ich noch hier reinsetzen kann für ihn. Aber die Dinger suche ich immer wie bekloppt. Weil ich glaube, die haben keine eigene Kategorie. Bei Mods sind es auch nicht. Na komm, kriegst du nochmal plus einen Aktionspunkt obendrauf. Richtig, Handgemenge ist nicht gleich Nahkampf. Nur so zur Info. Ja, hoffen wir mal, dass du auf unserer Seite bleibst. Let me show you. So, zeig mir mal eben deine Sachen. Ja, Powerhandschuh ist das Beste, was der hier drin hat. Spektrum Angriffsrüstung. Koschei soll diese Hightech-Anzüge entwickelt haben, als der Mensch noch mochte. Als er Menschen noch mochte. Unter dem Exoskelett bewegt sich der Stoff des Anzugs wie metallische Seide. Dieses Ding stammt von einem seltsamen Ort. Braucht nicht so viel Stärke, um getragen zu werden. Na doch, Stärke 6. Das fehlt mir jetzt. Jemand, der Rüstung modifizieren kann. Das ist ja auch kacke irgendwie, ne? Du bist in der Basis und eigentlich hast du ja einen Ranger, der die Fähigkeit hat dafür. Aber der ist halt nicht da. Jedenfalls gerade eben nicht.
Sobald angebracht, tröpfelt langsam Gift von der Zelle auf die Kontaktfläche der Waffe. 100% Chance auf Vergiften. Er hat sogar 12 Aktionspunkte und ich glaube, ein Angriff kostet bei dem sogar nur 1 AP. Ah ne, 2 AP. Good luck out there. Alright, listen up. Best Ranger job for ever. A long time. So, Marshall's the machines at the airport decided you were okay. Pleased you were able to rescue so many of your comrades in Aspen. Time to take some chances and expand man's horizons. We gotta teach these rangers about good music. Shooter, time to test this bitch and nail minigun build. You ready to hear some mayhem? Oh yeah, here we go. Oh god, not again. Da läuft der Turbo. Und der Hund setzt sich wieder neben mich, so merkwürdig. Das da oben sind die Kisten. Wo will mich das Missionslog jetzt eigentlich hinbringen? Yuma County. Was sagt die Karte dazu? Ganz da unten rechts. Okay, der Kodiak ist wirklich eine Ecke schneller. Dank des Turboladers. Weich den einfach aus. Also ja schön, dass ein paar Editiersachen drin sind und sowas. Aber da ich das Gefühl habe, wir bewegen uns in Richtung Ende, finde ich, eigentlich sind zu wenig Sachen. Also auch um den Kodiak anzupassen. Und ich finde auch die Waffenvielfalt ist relativ überschaubar. Ja, ich habe gesehen, da war ein Lager, ist aber nicht wichtig. Weil ich muss mir nicht auffallen oder den Kodiak reparieren gerade. Klar, ich könnte auch eine Kiste suchen an dem Lager, aber muss jetzt auch nicht sein. Shit, ich habe mich verfahren. Weißer, tut mir leid, ich weiß nicht, was du von mir willst. Weil ich will unbedingt in irgendeinen Nahkampf reinkommen. Wer ist da und warum funkst du auf unserem sicheren Kanal? I'm on your side, November. A friend of Saul's, if you know what I mean. And I know where you're headed. Now hear me out.
bin auf eurer Seite, November. Ein Freund von Saul, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich weiß, wohin ihr geht. Jetzt hört mir zu. When you get to where you're going, gas up at the garage first. I'll find you there and give you the sit-rep. Don't worry, you can't miss it. Wie können wir dich erreichen? I'll contact you. MK1 out. Tankt auf an der Garage, ihr könnt sie nicht verfehlen. Na, sie wird wahrscheinlich in dem Yuma County Gebiet drin sein. Bei der Macht dieses Stressballes. Ach, das hat den Hund wieder getriggert. Der will wieder meinen Stressball haben. Kann aber vergessen. Dein Spielzeug, Balthasar. Rangers, you made it. Good. Come into the garage ASAP. I'll have my bots tow your car inside before the gang spot it. Hallo, ich habe mein Auto sogar getuned. Und dann darf ich das nicht mal zeigen. Bei den Banditen. You're the Desert Rangers, right? The ones the Patriarch made a deal with. Good to see you. I've been hoping you... Er hält inne, als er Cordite bei euch sieht. What the fuck you doing hanging with him? This fool works for the old man. Kill him, or we're done. Kill me? Wait a minute now. Who you working for, Rangers? If it ain't the Patriarch, then we got a problem. You side with this fool, and you make an enemy of me. Kill him here and now, or we go our separate ways. Sorry, Cordat, wir würden gerne hören, was zu sagen hat. Then, I'm out. Oh, erzähl doch nicht, ey. Had me worried there, Rangers. Thought you just saw an animal lip. Now there ain't no way even a... Nope, that's why he sent me out. Well, that... The head... So lass mich doch hier raus. So their leader. Star... And listen. Ho, ho, ho. Alter. Just like Christmas. Überlege ich gerade wirklich. Ach komm, dann gehen wir den radikalen Weg jetzt zum Ende. Hm. Aber was für ein Unsinn. Dass der so radikal ist, ey. Und natürlich ist es der, den ich gerade ausgerüstet habe, weil ich ihn ja mitnehmen sollte, weil ich gedacht habe, ich muss ja irgendwie die Banden vereinen. Aber der ist natürlich ziemlich stinkig auf den Patriarchen.
Und ich denke, der Mechaniker ist eigentlich ein netter Typ. Er kann gar nichts dafür. Miep, miep. Oh, es ist natürlich genau direkt danach gespeichert. Ich hasse dieses Spiel. So, ich muss jetzt wieder laden. Auf die Weltkarte. Darf wieder runterfahren. Darf nochmal in das Gebiet reinfahren. Das hat nichts mit dir zu tun, Hund. Alles gut. Weil ich jetzt eine kleine Hundemarke bekommen mit meinen Daten drauf. Und ein Leuchthalsband. Für den Thüringen-Dreitagesurlaub. Weil wir sind etwas ländlich da unterwegs und nicht, dass er mir verschütt geht, ey. Du bräuchst vielleicht auch eine Weste. Ja, kenne ich auch. So. Gehe jetzt den radikalen Weg und stürze alle. Oder mache ich es doch anders? Making noses bright. What fun to crack another stone. Pharmaceutical delights. Opiates, sedatives, pills and drugs and dope. Every day is brighter with a bit of Santa's hope. Hey! Narcotics, stimulants, shots and tonics too. Everything is easier with help from Santa's brew. A day or two ago, I chased the dragon's tail, feeling rather frail. Obwohl, die ist auch noch nicht durch. Du musst die Handfeuerwaffen auch noch auf Maximum machen. And soon my mind was vast. I flew into an endless void and saw all history pass. Unten wieder laden. Eine Fahrradlampe hat es auch getan. Wofür? Für den Hund? Auf die Stirn? Was bringt mir die Fahrradlampe, wenn er irgendwo hinläuft? Vor allem brauchte ich ein Halsband auch, wo ich die Marke dran machen kann. Darf der Hund erstmal wieder lernen, mit Halsband rumzurennen, anstatt mit Geschirr. Hat er seit Welpe nicht mehr angehabt, ein Halsband. Ah doch, zwischendurch einmal, ganz kurz. Für 2-3 Monate hat er so ein Lederhalsband gehabt. Das war so seine Domina-Phase. Rangers, you made it! Good! Come into the garage ASAP. I'll have my bots tell you. You're the Desert Rangers, right? What? This kid? You side with this fool, and you... Fucking idiots! Security! Engage! Tja. New targets incoming. Und alle Fahrzeuge rasten auch voll aus von dem. Ja.
In Reagan's name. Blöp. Ha, nicht gereicht. Auf ein Ziel ohne Panzerung. Ach, Panzerungsdurchdringung ist auch nur 19 bei dem. Tja, was spreng ich jetzt noch weg? Hat zu viel Panzerung, die Scheiße. Ah nein, ich bin zu weit gelaufen. Keine Chance mehr, die Panzerung zu durchbrechen. Ach, du olle Kartoffel, ey. Hoffentlich zerschießt sie mich jetzt nicht kaputt. Aber trotz 49 Panzerung kriegt er so viel Schaden. Immerhin senkt er die Rüstung so immer mehr.
kept to the bargain, Rangers. I won't forget. Now for what comes next. If you want to get to Liberty Buchanan, I have to be boss of the Scar Collectors. That means challenging Steel Trap to a duel. The first step is letting him know I'm here. Let's head to their camp. The most logical spot is north around the racetrack. And don't worry. The guards will let you in when they see you with me. I don't like the guy either, but fuck. We can't kill the Patriarch's agents. What are we doing here? Was willst du machen? Ach, der Bug ist ja schon lange nicht mehr aufgetreten. Hallo Lord Khadgur. Gut, dass du wenigstens ein bisschen Ahnung hast von Sprengstoff. Ein Esch hatten wir auch schon vorher. Aber man denkt einfach, ja, jetzt kommt eine richtig geile Sache noch, ne? Bevor wir gegen Liberty gehen. Und dann kommt halt Sachen, die man schon hat. Vor allem, die ich nicht brauche. Narbensammlermine, Gottangler Windpark. Natürlich die Frage, wo wir als nächstes hin müssen dann.